Rothe von der SPD-Fraktion. Sehr geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss dieser Generaldebatte diskutieren wir ja auch immer über den Kanzleramtshaushalt im engeren Sinne. Und wir diskutieren auch über die Bereiche Kultur. Und ich glaube, dass gerade diese Debatte zu diesem Bereich in der jetzigen Zeit umso wichtiger ist. Denn wir alle wissen ja von Debatten auf allen politischen Ebenen, dass, wenn es darum geht, am Ende zu gucken, wo kann ich eigentlich am ehesten einsparen, immer viele schnell auf diesen Bereich kommen, den sie dann so als freiwillige Aufgabe titulieren und dann dort den Rotstift ansetzen möchten. Ich will ausdrücklich sagen, ich glaube, das wäre ein großer Fehler. Es würde einen Teil der Seele unseres Landes rausschneiden, denn Kulturschaffende sind doch mehr für unser Land. Kultur ist demokratiestärkend, ist zivilgesellschaftsstärkend. Und ich glaube, wir haben auch heute immer wieder erlebt, dass wir gerade in der Zeit das brauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen sind wir in der Debatte, auch in der Bereinigungssitzung, diesem Narrativ nicht verfallen. Und wir fördern die Kultur in diesem Land wieder in ihrer vollen Bandbreite, vom Festspielhaus in Bayreuth bis hin zum kleinen Museum in Bückeburg, vom Fürst-Pückler-Park in Branitz über das Kino International in Berlin bis hin zum Museumshafen in Karolinsiel, vom Zuschuss für das Ruhrfestival bis hin zu einem Projekt, wo in der Gedenkstätte Bergen-Belsen das Leid von Jesiden im Genozid im letzten Jahrzehnt aufgearbeitet werden. Wir decken die gesamte Bandbreite der Kultur ab, und ich will ausdrücklich sagen, dass ich das richtig finde. Und wir tun das in sehr großer Geschlossenheit, und ich finde, das kann man an dieser Stelle auch mal betonen. Ganz viel von dem, was wir in der Bereinigungssitzung beschlossen haben, haben wir in großer Mehrheit beschlossen. Und ich möchte mich deswegen nicht nur bei Patricia Lips als Koalitionsmitberichterstatterin bedanken, sondern ausdrücklich auch bei den Berichterstattern der Opposition, bei Otto Fricke, bei Anja Heidung und bei Gesine Lötsch. Wir haben ganz viel gemeinsam auf den Weg gebracht. Ich finde, das ist auch ein Ausdruck, worum es in dieser Debatte geht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und gerade weil wir in dieser Debatte über Fraktionsgrenzen hinweg so eine Geschlossenheit haben, eben gerade weil wir immer deutlich gemacht haben, wie wichtig uns dieser Bereich ist, habe ich mich gestern umso mehr geärgert. Geärgert darüber, dass ich aus einem dpa-Interview entnehmen musste, dass man zur Kulturmilliarde, Frau Grütters, jetzt noch eine zweite Milliarde braucht. Wir haben viel darüber diskutiert, wir haben oft darüber diskutiert, stundenlang im Ausschuss. Und ich hätte es als einen guten Stil empfunden und als kollegial, wenn Sie das in diesen Debatten angemerkt hätten und wir es nicht als Parlamentarier aus der Presse erfahren hätten. Ich will aber, wenn wir über Kultur hier diskutieren, noch einen weiteren Punkt ansprechen. Wir diskutieren über Kultur ja nicht nur im Einzelplan 4, sondern auch im Einzelplan des Arbeitsministers, wo wir zwei sehr wichtige Dinge auch als Botschaft an die Kulturschaffenden haben. Das erste ist, die Beitragsstabilität gilt auch für die Künstlersozialkasse. Wir haben in der Bereinigungssitzung noch mal den Steuerzuschuss deutlich erhöht, damit die Künstlerinnen und Künstler, damit die Kulturschaffenden in diesem Land nicht in dieser Krise, die sie ja ganz massiv bedroht, auch noch eine Beitragssatzerhöhung hinnehmen müssen. Ich finde, das ist ein wichtiges Signal. Und das Zweite, jeder, der sich intensiv mit der Kulturszene auseinandersetzt, der Gespräche führt, zum Beispiel auch mit Schauspielerinnen und Schauspielern an Theatern, der weiß, wie unterschiedlich die Lebenswelten sind derjenigen, die dort arbeiten, wie unterschiedlich aber auch die Arbeitsbedingungen sind, auf die die treffen. Und leider müssen wir konstatieren, dass ganz oft gerade die, die mit ganzer Leidenschaft ihren Beruf ausüben, in prekärer Beschäftigung arbeiten. Und jetzt gibt es nicht die eine Lösung, um denen ein vernünftiges soziales Netz zu bauen, weil eben die Lebens- und Arbeitswirklichkeiten so unterschiedlich sind. Und deshalb haben wir im Haushalt des Bundesarbeitsministers ein Projekt implementiert, um aufzuarbeiten, in was für Arbeitsverhältnissen befinden sich die Kulturschaffenden eigentlich und wie kann man denen auch als Reaktion auf diese Krise, die sie ganz besonders betroffen hat, ein vernünftig wirksames soziales Netz aufbauen. Und ich finde, das ist auch eine wichtige Botschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte abschließend ein Thema ansprechen und einen Dank aussprechen an den stellvertretenden Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, an Martin Gerster,
der sich ein Thema, was uns seit 2017 umtreibt, zu seinem Thema gemacht hat und endlich für eine Lösung gesorgt hat. Und ich rede über die Landshut, die 1977 entführt wurde, die 2017 von Sigmar Gabriel zurück nach Deutschland geholt habe. Und seitdem gibt es eigentlich Streit, was machen wir mit diesem Flugzeug. Es gab keine vernünftige Lösung. Und das war für die ehemaligen Geiseln schon eine sehr bedrückende Situation. Und lieber Martin, ich bin dir dankbar, dass du jetzt der Bundeszentrale für politische Bildung, dass ihr gemeinsam das Thema in die Hand genommen habt. Ich finde, das ist auch ein wichtiges Signal an diejenigen, die damals in diesem Flugzeug gefangen waren. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Das Wort geht an die Abgeordnete Elisabeth Motschmann von der CDU.